and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Podia Doomsday. Ich habe schon wieder ein paar Tage lang nicht aufgenommen, aber ich glaube, ich weiß jetzt ungefähr, wo wir dran sind. Wir haben eine Bowlingkugel, eine Kamera, Wassermalfarben, ein Zuckerherz, aktuelles Magazin und ein Drossel. Okay, hier ist nur eine Tür. Ich habe mir gedacht, weil es hier so komisch am Flimmern ist, was können wir sonst machen? Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld und Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Da sind noch Kokos drin. Oh. Ich habe gesehen, da waren wir noch nicht. Gehen wir mal dahin. Na, das sieht dir mal wieder ähnlich. Während ich die ganze Arbeit mache, lackierst du dir auf der Achterbahn die Fußnägel. Ich würde ja gerne mit Hand anlegen. Leider brauche ich meine Hände im Moment, um mich panisch an diesen Sicherheitsbügel zu klammern. Ich sage ja nicht, dass ich von dir enttäuscht bin. Ich sage lediglich, dass jeder seine Prioritäten selber setzen muss. Oh, ein Stern am Morgen. Ich wünschte, Bowl könnte das sehen. Hast du es bequem da oben? Ja. Ich will die mitnehmen. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Hast du es bequem da oben? Ich will den... Ich wünschte, es gäbe diese Option. Ja, jetzt nimm doch einfach. Es gibt diese Option. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Jetzt nimm doch einfach den Stern. Das ist schon ziemlich albern. Ach, was soll's. Für die Liebe. Stern vom Himmel holen. Check. Das ist jetzt nicht... Stern vom Himmel holen, check! Dieses Spiel ist so bescheuert. Namek? Du musst loslassen! Ich kann nicht! Doch, das geht! Unter dir ist nur Wasser! Ich kann trotzdem nicht! Schon gut, ich lass mir was einfallen. Wow, diese wundervollen Erklärungen, worum es sich geht. Ha, Spielentwickler, ihr habt gut gearbeitet. Gehen wir nochmal zum Hauptplatz, ich muss gerade wieder so ein bisschen reinkommen. Aber es war jetzt so, irgendwie war es klar, dass es geht. Hallo, ich hab hier Weiser Guru, ich hab einen Stern. Das wird ihn nicht interessieren. Ah, ich sehe, du hast Talent. Natürlich. Los auf den Kaugummi? Das wird ihn nicht interessieren. Ah, ich sehe, du hast Talent. Warte mal, Moment. 3 Kaugummis? 3 Löcher? Wer sagt's denn? Wie Weingummi in Nasenloch? Wir weisen darauf hin, dass Weingummis nicht in Nasenlöcher gesteckt werden dürfen. Dedelic Entertainment GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch missbräuchliche Verwendung von Zuckerwaren. Schön. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe ein Loch. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein. Weil das eine verdammte Bowlingkugel ist. Zum Wahrsagen brauche ich eine richtige Kugel. Eine, in der man sich spiegeln kann. Jetzt vielleicht die nochmal polieren? Ein bisschen Kaugummi ist jetzt drin. Ah nein, jetzt sind die Kaugummis so raus. Wer sagt's denn? Wie Weingummi in Nasenloch. Wir weisen darauf hin, Ja. Dedelic Entertainment übernimmt keine Haftung. Ein Magazin für dich, mein lieber Seher. Du willst bestimmt mal was Abwechslung haben, nur so die ganze Zeit da. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Was? Zeig mal. Mützenmodell Ansgar Fleisch wurde bestätigt. Männer mit Frisurvakanzen wirken potenter. Darum diesen Sommer das Schiebedach offen lassen. Na, wenn das so ist. Können wir den Turban jetzt hier auftun? Ich glaube, ich sehe, wo das hingeht. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Arschgesicht. Perfekt. Ich kenne Goals Gesicht so gut. Ich hätte es mit verbundenen Augen zeichnen können. Ja, gut. Ich sehe jetzt
zu entkommen. Kleines noch. Sagt Cheese Goal. Cheese Goal. Perfekt. Was? Nein, mach das. Ich wollte eigentlich hier irgendwie jetzt die Selbstauslöser aktivieren. Fast besser als die echte. Die hier lächelt ja wenigstens. Was? Jetzt haben wir das Foto. Die annehmen wir mal mit. Weil wir müssen ja auch noch irgendwie Mac helfen, aber ich erinnere mich, wir konnten hier irgend... Ne? Ah, das war hier rechts. Hier rechts war der Liebestunnel. Hier ein... Sollen wir das mal kurz zeigen? Okay, lieber nicht. Pimpi und Schnixi. Ich hab ja einen Steck es einfach in den Lavomat, Bushi. Muss das sein? Tu mir bitte den Gefallen. Das Gerät hat mich ein Vermögen gekostet. Okay, Lavometer. Oh. Ein Love Score von 0? So kommst du nie auf das Boat of Love, Bushi. Was? Muss da noch das Zuckerherz drauf? Bleibt da gut. Ja? Ah, das sieht schon besser aus. Dann wieder eine Gelenkstange. Und look Kamera drauf. Selbstauslöser. Und jetzt aber, jetzt ist auch richtig viel Amor drauf. Okay, dann geben wir es jetzt mal die Hand. Das Zuckerherz kann man jetzt nicht mehr mitnehmen. Die Gola-Tappe auch nicht. Jetzt haben wir aber zwei Fotos. Ich glaube, das rechte ist das neuere. Glaube ich zumindest. Bin mir gerade nicht sicher. Aber... Lavometer. Eins von drei. Das ist bestenfalls eine kleine Schwärmerei. Okay, schauen wir mal. Soll noch der Stern. Ich sehe es. Moment. Stern. Okay. Aber wir brauchen dann noch wohl irgendetwas. Ich wollte jetzt aber einfach mal das Foto jetzt auch schon machen und. Dann zeigen, was gesagt wird. Einfach um zu zeigen, was in. Was gesagt wird. Halt, um das Let's Play zu bringen und das natürlich auch nochmal zu. Oh, das warte. Das haben wir ja schon. Um natürlich auch das Let's Play zu verlängern. Ich meine, das soll ja noch lange gehen hier. Mindestens ein 700 Milliarden und 30 Folgen EP. Oh. Zwei von drei. Bravo, du bist nah dran. Bushi. Ich hab's mir schon gedacht. Okay. Also dann, Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Da müssen wir ja auch noch rein, da war hey, ja... Und warte! Bitte nicht! Andererseits, wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Cool. Na komm schon, lass uns das Foto machen. Wo ist die lässige Goal geblieben, hm? Du weißt schon, angriffslustiges Lächeln, Tatendrang, ausgefahrene Fingernägel hat mit mir gegen den Organon gekämpft. Es klingt für mich, als würdest du von einer vollkommen Fremden sprechen. Ach, für mich langsam auch. Deponia an Goal, bitte kommen. Ne. Ach, herrje. Jetzt komm schon, du Trantose.
Deponia an Go. Meh. Ach, Herr. Sie sieht nicht gerade besonders verliebt aus. Natürlich täuscht das nur. Aber ob die Maschine einen so feinen Unterschied erkennen kann? Ein Magazin? Nein. Hier ein Foto? Nein. Ah, da kann man auch hier sehen. Hier ist nur die beiden. Hier ist mit dem Herz und hier ist auch schon der Stern dabei. Kann man die anmalen? Natürlich nicht. Hat der Sehan jetzt noch was zu sagen? Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Wo kriegen wir eine Kugel her? Langsam bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Aber nur so ein kleines bisschen. Wir brauchen jetzt noch irgendwie jemanden, damit wir in das... Na, wie heißt es? Hier in das Spiegelkabinett kommen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch jemanden, damit wir eine Kugel... Also, was ist vorne? Person für das Spiegelkabinett brauchen wir. Wir brauchen da das Spiegelkabinett brauchen wir den Ring. Was brauchen wir noch? Können wir irgendwie hinten was machen? Wir brauchen auf jeden Fall nur eine Kugel. Aber warte, das Magazin. Hier ist ein aktuelleres. Schau mal, dein Hut ist total out. Kein Wunder. Eine Ausgabe von Herz ist über 10 Jahre alt. In langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand. Aber zu welchem Preis? Hier, nimm. Ich brauche sie nicht mehr. Viel geholfen hat sie dir ja auch nicht. Das Magazin ist jetzt weg. Jetzt haben wir ein Retro-Magazin. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Ihr braucht eine Aufgabe? Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Nein, danke. Wir werden nie wieder an etwas glauben können. Außer der Typ da oben kommt langsam mal zu Potte. Oder natürlich die Werbung für Dr. Übels Tiefkühl-Crunchitos. Stimmt. An die glauben wir. Ja, die Alternative wäre undenkbar. Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Und oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Dann gehen wir dann mal rauf zum Propheten hier. Weil die wollen ja noch irgendwas von dem hören. Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Okay. Retro-Magazin? Kannst du die kommenden Huttrends voraussagen? Ich bleibe lieber unkonkret. Nicht, dass am Ende noch Kriege wegen meiner Lehren geführt werden. Was ist mit dem Foto? Schau mal, meine Freundin. Du datest eine Bowlingkugel? Ja, das hast du nicht vorhergesehen, was? Irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Der Seher wollte aber doch hier das Deadhop-Magazin gelesen. Vielleicht liest er auch das hier. Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Oh je, das heißt ja, ich bin voll hinter dem Trend. Wo bekomme ich denn jetzt einen extravaganten Hut her? Irgendwas fehlt hier noch. Warte, Moment. Die kannst du mitnehmen. Das habe ich mir gerade eben schon mal gedacht, aber ich habe gesagt, nee, das sieht doch nicht, das sieht so aus wie ein Hut. Aber das... Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Und ein extravaganter dazu. Nee, ne? Her damit.
kutschig. Und er schmeichelt der Kopfhaut. Tja, da gibt's bei dir ja einiges zu schmeicheln. Okay. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Was können wir machen? Wir nehmen das jetzt mal hier mit. Den können wir sogar nicht mehr mitnehmen. Selbst was du das funktioniert nicht. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Hier, ich habe eine Freundin. Willst du mal sehen? Schau mal. Was ist das? Geht es um eine Vorhersage? Ja, geht es. Oh, du bist gut. Dann kann ich dir nicht helfen. Ohne Kugel, keine Vorhersage. Darf ich ein Foto schießen? Keine Fotos, bitte. Außer ich habe gerade eine Vision. Dann dürfte ich also. Ja, klar. Dann wär's nämlich eine Foto-Session. Zur Hölle, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, aber dein Hut ist voll out. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Ein Glück. Dieses Monstrum hier macht mir nämlich langsam Kopfschmerzen. Kannst du jetzt eine Vorhersage machen? Wie denn? Ich habe immer noch keine... Oh, verstehe. Ach, warum nicht? Worum geht es? Also, ich brauche ein romantisches Foto von mir und meiner Freundin, um ein Boot auszuleihen. Hast du etwa keines im Portemonnaie? Ja, aber kein ausreichend romantisches. Zeig mal. Was? Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Lies einfach die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Schnell, nimm das weg. Nimm das weg, nimm das, nimm das, Hallo? Ist das noch Teil der Vorhersage? Wie unheimlich. Können wir jetzt ein Foto machen? Bitte recht freundlich. Und jetzt nochmal geheimnisvoll. Agentengleich. Ich möchte die Vision spüren. Und jetzt, als hättest du unter dich gemacht. So, ich glaube, ich habe alles, was ich sehen wollte. Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Er wollte eine Vision haben, der Prophet. Ja, ist eine Vision. Aber bitte, bitte, lass das klappen, bitte, 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 bitte. Das ist eigentlich so billig, das muss funktionieren. Komm schon. Dir fehlt also eine Vision? Nun, hier hast du eine. Aha, ich erkenne gar nichts. Ich weiß, es ist verwackelt. Das ist der temporale Jetlag. Das letzte Mal, dass ich geschlafen habe, ist in 10 Stunden. Du verstehst mich falsch. Ich finde es super. Explizit werden macht nur angreifbar. Es sieht so aus wie ein Tunnel aus ein und demselben Bild. Und ein Ende ist nicht zu erkennen. Das hat irgendwas mit einer Feedbackschleife zu tun. Perfekt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das letzte Gebot lauten muss. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4/3 Gebot zu verletzen. Hier, nimm meinen Meißel. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Okay. Willst du daneben künstlerisch bemalt? Abwaschbare Wasserfarben? Perfekt! Damit kann ich endlich das letzte Gebot vollenden. Hey, Jungs, da oben tut sich was. Hat er schon wieder seinen Bart irgendwo festgemeißelt? Nein, es gibt ein neues Gebot. Echt? Wie lautet es? Nur eines bleibt für immer stehen. Die Show muss
ewig weitergehen. Wow. Und darauf haben wir jetzt hier die ganze Zeit gewartet? Ich bin so enttäuscht. Habt ihr auch plötzlich das Bedürfnis, zurück nach Haldika zu gehen, um religiöse Spinner totzumetzeln? Wir sollten definitiv unsere Entscheidung, unser Leben zu überdenken, überdenken. Genau. The show must go on. Du sagst es. Hört, hört. Kann man die jetzt irgendwie überreden? Komm schon. Was soll ich was mit dir machen? Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Jo. Ihr braucht eine Aufgabe? Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Lass hören. Wir haben lange genug hier rumgegammelt. Ach, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, ob das was für euch ist. Es geht darum, einen Ring zu suchen. Red weiter. So ein Biest hat ihn geklaut und ist damit in ein Labyrinth geflohen. Nun, wir haben schon schlimmere Aufträge angenommen. Allemal besser als dieser Promo-Job für Babynahrung im Wrigley's. Worauf warten wir noch? Die Zeit ist gekommen, meine Getreuen. Zu lange haben wir den dunklen Mächten erlaubt, Tod und Schrecken über uns zu bringen. Seid ihr bereit, mir euer Schwert für die letzte, alles entscheidende Schlacht zu überlassen? Soll das da drüben etwa das Labyrinth sein? Ich interpretiere das als ein begeistertes Jawollo, los geht's. Oh Mann. Das ist echt wie in einem schlechten RPG. Gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir auf die epische Reise in Dungeons mit Epic Loot in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.